Morgen auch von meiner Seite. Der Prediger-Algorithmus ist ein bisschen länger geworden, jetzt sind wir weniger dran als Einzelne, aber ja. Ich habe heute wieder ein interessantes Thema mitgebracht. Verzeiht mir, wenn ich zu persönlich werde und ihr zu angegriffen werdet, aber das ist mein Ziel heute. Es ist eigentlich immer, also. Ja. Es ist ein Problem, ich habe ein paar Schwerpunkte gesetzt, die vielleicht auch eher jüngere Menschen bewegen oder wo das Problem eher bei Jüngeren liegt, aber ihr könnt ja später auf mich zukommen und sagen, ob ihr damit auch Probleme habt. Ich habe eine schöne PowerPoint mitgebracht und ein Mensch, der hat sich einmal die Mühe gemacht, auszurechnen, wie viel Zeit wir Menschen in unserem Leben mit Dingen verbringen. Und er hat eine Studie gemacht in Amerika von einem 75 Jahre alten Christ und hat da mal aufgezählt, wie die Zeit so verbracht wurde in dem Leben von diesem Menschen. Und er ist zum Schluss gekommen, der hat dann so eine prozentuale Aufteilung gemacht, wie viel Jahre ein Mensch mit Sachen verbringt. Als Beispiel jetzt zum Anfang. Ein Mensch verbringt 23 Jahre mit Schlafen. Wenn er 24/7 durchschlafen würde, wäre das 23 Jahre. Das muss man sich mal vorstellen. Da ist schon, ne, wie viel ist dann schon weg vom Leben? 31%. Wollt ihr mal schätzen, wie viele Jahre ein Mensch, wenn er 24/7 durcharbeiten würde, wie viele Jahre das wären? Arbeit? Schätzt mal, wie viele Jahre? Sehr gut, 20 nehme ich, es sind 19 Jahre, 25%, 24/7 durcharbeiten. Das Leben ist schon zur Hälfte um. Wie viele Jahre mit Ankleiden und Körperpflege, kann vom Geschlecht wahrscheinlich unterschiedlich sein. Wie viele Jahre denkt ihr da? Habe ich 8 gehört irgendwo? Das sind 7 Jahre. 7 Jahre, 10% Körperpflege, auch der Toilettengang zählt dazu. Das sind 7 Jahre, 24/7 im Badezimmer. Mit Essen sind das 8%, also Nahrungsmittel zu sich nehmen, 6 Jahre. 6 Jahre auch Urlaub und Reisen. Wie viele Jahre, denkt ihr, ist nicht mehr viel übrig mit Medien und Fernseher? Ja, so fast. Es sind 9 Jahre, 12%, 24/7 mit Medien. Und jetzt wollte ich euch wieder raten lassen, aber ratet mal, wie lange ein 75 Jahre alter Durchschnittschrist. Es geht hier um eine christliche Statistik. Ein Christ mit stiller Zeit und Gebet und Gottesdienst verbringt. Wer mitgerechnet hat, der weiß, dass ungefähr 99,3% schon aufgebraucht sind von der Zeit. Es sind noch 0,7%, gerade einmal knappe 6 Monate, die ein Mensch, wenn man statistisch rechnet, Gottesdienst, einmal pro Woche, vielleicht noch was unter der Woche, wie viel stille Zeit am Tag, hochgerechnet auf 75 Jahre, landen wir bei 6 Monaten. Das ist eine wahre Statistik. Wow, das sollte uns aufschrecken lassen. Ich denke, in Deutschland liegt das bei den meisten Christen, zeichnet sich, denke ich, ein ähnliches Bild. Wie passt das zusammen? Und ich kann den Satz vom Herzen sagen, Philipper 1, Vers 21, wie kann ich das sagen? Denn für mich ist Christus das Leben und Sterben ein Gewinn. Das hatten letzten Sonntag, hatten wir den Vers. Wie kann ich das sagen? Christus ist mein Leben, mein Lebensinhalt. Und dann gucken wir auf die Statistik. Ich habe in den letzten 2 Monaten, wo ich nicht gepredigt habe, einen Selbstversuch gemacht. Den habe ich nicht konsequent durchgezogen, aber ich war einfach mir bewusst und habe mir vorgenommen, meinen Medienkonsum, mal YouTube, Instagram und alles mal
zu vergleichen mit meiner Quality Time, meiner stillen Zeit mit Gott. Und das einfach mal so, mir bewusst zu werden, wie das realistisch gerade so läuft bei mir. Und ja, sage ich mal, das Gute heutzutage ist, wir haben ja an den Handys Statistiken, das wird alles berechnet, wie viel Bildschirmzeit wir haben. Und ich konnte dann sehen und die Vergleiche vom letzten Monat und leider nur um ein Drittel konnte ich das kürzen. Aber es ist trotzdem noch, wenn man sich die Stundenzahl anschaut, das könnt ihr auch mal gerne machen, das erschreckt einen irgendwie. Wenn man sieht, Durchschnittswert der Woche, so viele Stunden am Tag ist unser Bildschirm an. Und wenn wir dann noch einmal auf die Statistik schauen und uns mal ansieht, wie viele Jahre wir unseres Lebens mit halt diesen Medien, mit Arbeiten, mit Schlafen oder geschweige mit nichts tun, was Sinnloses tun, verbringen. Wo ist dann die ganze Zeit geblieben unseres Lebens? Wo ist sie hin? Die geht so futsch. Was für eine Bedeutung hat die Zeit? Darum soll es heute gehen primär. Jemand hat mal vereinfacht definiert, was Zeit ist. Und er hat auch direkt die starken Gegensätze in der Zeit mal zusammengefasst. Und da hat jemand den Satz formuliert. Zeit ist das Zeug, aus dem Leben gemacht ist. Deine Zeit zu vergeuden heißt, dein Leben zu vergeuden. Deine Zeit zu beherrschen heißt, dein Leben unter Kontrolle zu halten. Und Zeit kann man auch ganz verschieden definieren. Das war so eine schöne Definition, die ich gefunden habe. Zeit ist das einfach nur eine Nummer, die das immer fortwährende Sein greifbar macht, eine physikalische Einheit, die die Abfolge von Ereignissen darstellt, die wir nicht mehr umkehren können. Das sind alles Definitionen für Zeit. Man hört, Zeit ist relativ, jeder nimmt sie anders wahr. Manchmal, wenn ich in der Küche stehe und sich eine Fliege rein verirrt hat und ich die dann totschlagen will, dann hat sie so eine schnelle Reaktionszeit, dann denke ich mir, ja, ich muss mich für die Fliege wahrscheinlich in Zeitlupe bewegen. Wenn ich hier einen Älteren aus dem Raum frage, der würde sagen, die Zeit, die verging wie im Flug und jetzt bin ich Opa, Oma. Jemand aus der 7. Klasse, den könnte ich fragen, der würde sagen, oh, das dauert noch so lange, bis ich erwachsen bin, bis ich einen Autoführerschein habe, die Zeit vergeht noch so lange. Und Gott, was sagt er? Der über unserem Verständnis von Raum und Zeit ist, der davon nicht gebunden ist, der sagt Folgendes. Lesen wir in 1. Mose 1, Schöpfung, fangen wir wieder an. 1. Mose 1, Vers 5. Und Gott nannte das Licht Tag und die Finsternis nannte er Nacht. Und es ward Abend und es ward Morgen, erster Tag. In 1. Mose 1, Vers 14 bis 18. Und Gott sprach, es werden Lichter an der Ausdehnung des Himmels, um den Tag von der Nacht zu scheiden. Und sie seien zu Zeichen und zur Bestimmung von Zeiten und Tagen und Jahren. Ne? Die Sterne da, in der Seefahrt genutzt, in der Vergangenheit, so wurde die Zeit bestimmt. Und er sagt, es sollen Zeichen sein zur Bestimmung von Zeiten, Tagen und Jahren. So einfach ist das bei Gott. Er sagt ein Wort, ein Satz und er schafft sowas wie die Zeit, die wir nicht verstehen können, dass wir nicht die Ewigkeit verstehen können. Und das alles sagt er in einem Wort. Noch ganz berühmte Worte von Salomo spricht er aus der Weisheit der Erde unter der Sonne. In Prediger 3 können wir einmal lesen. Alles hat eine bestimmte Zeit und jedes Vornehmen unter dem Himmel hat seine Zeit. Und dann die bekannten Sätze, geboren werden, sterben, pflanzen, das Gepflanzte ausreißen, töten, heilen, abbrechen, bauen, weinen, lachen, klagen, tanzen, Steine werfen, Steine sammeln, umarmen und von umarmen sich fernhalten, suchen, verlieren, aufbewahren, fortwerfen, zerreißen, nähen, schweigen, reden, lieben, hassen, Krieg und Frieden. Es hat alles seine Zeit. Aber was meint er damit? Man könnte das sehr falsch deuten, sagen, ja okay, wenn das passiert, dann hat das halt seine Zeit bei mir sich jetzt gefunden. Als ob das was Gutes wäre.
Aber viele Dinge, sehen wir, sind nicht gut hier. Er beschreibt damit einfach, dass diese Dinge, die passieren auf der Erde, auf der Welt, überall, da sind überall geeignete Momente, wo das passiert, wo das passieren kann. Und wie wir weiterlesen, ist das ihm eine Last. Da lesen wir ab Vers 9, René. Was für einen Gewinn hat der Schaffende bei dem, womit er sich abmüht? Ich habe das Geschäft gesehen, welches Gott den Menschenkindern gegeben hat, sich damit abzuplagen. Was hat das Leben eigentlich für einen Sinn? Wenn alles sowieso irgendwo mal futsch ist, wenn die Zeit so dahin geht, wenn alles für nichts ist. Vers 11. Alles hat er schön gemacht zu seiner Zeit. Auch hat er die Ewigkeit in ihr Herz gelegt, ohne dass der Mensch das Werk, welches Gott gewirkt hat, von Anfang bis zum Ende erfassen vermag. Hat Andreas in der Einleitung schon gut dargestellt. Wir können das nicht verstehen, wie Gott das so wunderbar gemacht hat, wie Gott ewig ist. Da sind wir begrenzt in unserem Kopf. Wir können uns das nicht vorstellen. Aber doch haben wir ein Verlangen. Wir wissen, so gesehen, die Vorstellung von Ewigkeit, aber sind gefangen in unserer Zeit, die uns begrenzt. Und Salomo erkennt, was das für ein Fluch ist in unserem Leben eigentlich. Alles vergeht einmal. Vers 12. Ich habe erkannt, dass es nichts Besseres unter ihnen gibt, als sich zu freuen und sich in seinem Leben gütlich zu tun. Vers 22 springen wir weiter. Und so habe ich gesehen, dass nichts besser ist, als dass der Mensch sich freue an seinen Werken. Denn das ist sein Teil. Denn wer wird ihn dahin bringen, dass er Einsicht gewinne in das, was nach ihm werden wird? Das Buch der Prediger, das muss man ja immer gesondert betrachten, sage ich mal. Das ist die Weisheit unter der Sonne. Und aus der Perspektive der Menschen ist das ganz weise, könnte man das betrachten. Da kann man nur sagen, YOLO, so gesehen. Das Leben endet doch einmal. You only live once, also du lebst nur einmal. Dann nutzt dein Leben doch mit allen Genüsslichkeiten, die es bietet. Kann man so hieraus lesen. Gott gibt uns das, dann genießen wir das auch. So sagt er es ein paar Verse vorher. Am Ende sterben wir wie die Tiere. So sagt er das auch. Und dann schert sich eh keiner mehr nach uns, was wir in unserem Leben gemacht haben. Aber was Salomo feststellt, ist eine richtige Sache. Er sagt, Zeit, die ist da und die können wir nutzen. Und er sagt hier, menschliche Perspektive, dann nutz sie, wie du sie bekommst, weil wir leben nur einmal. Aber diesen Gedanken von Zeit als Ressource, der wird nochmal aufgegriffen. Mein Opa, der wurde letzte Woche 70 Jahre alt und auf der Einladungskarte, da stand der Psalm 31, Vers 16 oder 15, je nach Übersetzung. Dann können wir einmal aufschlagen, Psalm 31, in der Schlachter, Vers 16, Psalm 31, Vers 16. In deiner Hand steht meine Zeit. Rette mich aus der Hand meiner Feinde und von meinen Verfolgern. David berichtet hier in diesem Psalm, wie sein Leben von Verfolgung, von Sünde geplagt sind. Psalm 31, Vers 10, in Schlachter, Vers 11. Denn mein Leben ist dahingeschwunden in Kummer und meine Jahre mit Seufzen. Meine Kraft ist gebrochen durch meine Schuld und meine Gebeine sind schwach geworden. Alles Lasten dieser Welt. Und wie kann dann David sagen, meine Zeit steht in deinen Händen? Das Wort Zeit im Hebräischen hier, meine Zeit steht in deinen Händen. Das beschreibt nicht Zeit als einen Zustand, als einen Zeitpunkt oder als einen Zeitabschnitt, sondern Zeit im Sinne einer Ressource, ein Material, kann man sagen, das uns zur Verfügung steht, das dazu ausreicht, dazu dient, um etwas zu machen, um etwas zu bewerkstelligen. Und David betet, und das kann auch unser Gebet sein. Gott, mein Leben ist bestimmt von Dingen, die ich für mich tue, damit ich zufrieden bin.
Ich bin eingenommen, mein Leben ist eingenommen durch die Sünde, aber meine Zeit, die soll eigentlich in deinen Händen sein. Mein Leben soll von deinen Händen gesteuert werden. Das ist das Gebet hier. Gott, nimm du meine Zeit, nimm du meine Ressourcen und gebrauche du sie, lenke du mich. 1889, ein Daniel Crawford ist mit 19 Jahren zum ersten Mal als Missionar nach Zentralafrika gegangen. Und mehr als 30 Jahre lang übersetzte er dort die Bibel in eine Sprache, Lubazanga heißt die. Und als dieser Herr 1926 starb, da legte man ihm, das war gerade frisch fertig gedruckt, das Alte Testament, was er mit dem Team übersetzt hatte, das legte man ihm unter das Kopfkissen im Sarg. Und eine Stelle war besonders schwer für ihn zu übersetzen. Das ist ja so, ne, mit den Sprachen, die haben ganz andere Wörter als wir. Wie soll er das Wort Zeit als Ressource in diese Sprache übersetzen? Und er kam zu dem Schluss und hat das so übersetzt. Alles warum, wann, wo und wozu in meinem Leben ist in Gottes Händen. Das ist wunderbar. Damit stellt er alle Lebensfragen unter Gottes Kontrolle. Wir haben festgestellt, Zeit ist nicht nur ein Zustand, eine Definition oder eine Einheit, sondern die Bibel zeigt uns, Gott hat die Zeit erschaffen als etwas Gutes, was unser Leben bestimmt, als Orientierung. Aber mit dem Problem der Sünde, was dann hinzukam, stehen wir jetzt vor einer Entscheidung. Gebe ich diese Zeit, diese Ressourcen, gebe ich die Gott oder gebe ich sie der Sünde? Und damit will ich den ersten Punkt abschließen der Predigt. Zeit als Ressource, als Material, woraus unser Leben besteht. Das können wir mitnehmen. Kommen wir jetzt zum zweiten Abschnitt. Ich habe ja zu Beginn gezeigt, womit wir unser Leben so durchschnittlich verbringen. Und jetzt fragen wir uns etwas. Und jetzt müsst ihr ganz genau zuhören. Vielleicht fühlt ihr euch auch so. Warum fällt das mir so schwer, Zeit mit Gott zu verbringen? Und warum fällt es mir so einfach, mich mit Dingen zu beschäftigen, die mir die Zeit eigentlich nur sinnlos wegnehmen? Warum ist das so? Warum kann ich Stunden am Tag durch mein Handy wischen, versinke in spannenden Büchern, werde getrieben von Glücksspielen, Computergames, versinke in Pornografie, kann mich in Dinge investieren, in Hobbys, kann ich so große Interessen aufbauen in diese Dinge, aber ich störe mich daran, 2 Minuten am Tag die Bibel zu lesen, habe die Frage im Gottesdienst, warum die Predigt und der Gottesdienst länger als 1 Stunde ist, kann aber den ganzen Nachmittag, den ganzen Abend eine Serie schauen, mich für 2 Stunden ins Kino setzen und da sitzen die ganze Zeit, ohne dass ich Durst bekomme, 90 Minuten oder wie gestern noch länger Fußballspiel gucken, kein Problem, das finde ich interessant. Aber das mit dem Gottesdienst, da kommt immer das Argument, ja, und so denke ich auch irgendwie, nach einer Zeit, da schalten die Köpfe einfach ab. Standby-Modus. Aber da ist meine Frage, und das muss ich mich selber kritisch stellen, ist das mein oder ist das Gottes Problem, was wir da haben? Dass nach 10 Minuten Bibellesen das Handy auf einmal irgendeine Anziehungskraft hat. Oder dass ich nach 20 Minuten Predigt interessanter finde, wie die Anordnung der Laminatdielen oder der Deckenpaneelen ist. Dass das viel interessanter ist auf einmal. Und ich habe im letzten Monat lernen müssen, dass wir einfach alle süchtig sind nach Dingen, die unsere Nerven triggern. Die immer mehr Informationen wollen. Die immer in Bewegung bleiben wollen. Und Leute, wir müssen uns Gedanken machen, dass vielleicht bald Predigten so aussehen von mir. Ne? Leute, wir müssen uns Gedanken machen, dass Predigten auf YouTube oder generell Videos, dass das nur noch interessant ist, wenn da irgend so ein Video unten drunter noch läuft, so ein GTA-Spiel,
wo ein Auto ein Parcours runterfällt. Und dann gucke ich dahin, nach unten, höre oben. Aber meine Augen sind darauf fokussiert, wow, das Auto, das fällt da gerade runter. Und das ist das begegnet uns. Wer hat das schon mal gesehen auf YouTube? Viele, also das sieht man sehr oft. Und das soll einfach darstellen, dass wir Menschen heutzutage ein sehr großes Problem haben mit einer ganz schrecklichen Droge. Und das ist Dopamin, falls ihr das kennt. Das ist ein Botenstoff in unserem Gehirn. Ich weiß, so ein Professor Werner Gitt, der könnte das jetzt besser erklären. Ich bin da so ein bisschen nur eingetaucht. Das ist ein Botenstoff in unserem Hirn, der uns Motivation und Glücksgefühle liefert und ausschüttet. Und ein großer Trigger, sage ich mal, ein großer Bestandteil bei sowas sind Videos, wo, ne, wenn ihr heutzutage merkt, auch die Filme, die sind alle geschnitten, immer. 20 Sekunden ist so das Längste, viel schneller. Immer Kameraperspektivwechsel. Ich sage den Jungs auch manchmal, Jungs, ihr müsst hin und her schalten zwischen PowerPoint und Kamera und das, ne, weil die Leute sonst. Und dann habe ich festgestellt, ey, warum machen wir das? Weil unser Kopf so denkt, so tickt. Wir brauchen immer schnell die Sachen. Und das ist ein Problem, finde ich. Und bei Glücksspielen, bei Lotto, bei Drogen, bei Greifautomaten, hier will ich immer mehr. Ich weiß nicht, ob ihr das schon mal, wenn ihr diesen Joystick dann hält und dann die Klammer runtergeht und dann so ganz schwabbelig wieder hochgeht, dann denkt ihr euch, nein, das kann nicht sein. Jetzt noch einmal, ich will es dem Ding zeigen. Ne? Und das ist so ein Dopamin-Ding, was dann uns Motivation schenkt. Das Problem ist heutzutage, dass dieses Dopamin nur so lange anhält, bis ich das Kuscheltier da rausgehoben habe und dann unten reinfällt. Und dann hört Dopamin auf. Und das ist bei allen Dingen so. Das ist bei Drogen so. Ich habe tierischen Andrang danach. Und dann habe ich das und dann ist es wieder weg. Und dann brauche ich es wieder. Aber in einer höheren Dosis jetzt. Ich brauche immer mehr davon, damit ich die Glückshormone spüre. Irgendwann mal leiert das aus. Und dann habe ich immer ein Streben nach mehr. Und irgendwann mal war das bestimmt lebensnotwendig. Ich konnte die Frage nicht ganz klären, warum Gott uns dieses im Kopf, warum er uns diese Glück, ne, dieses Dopamin gegeben hat. Ne? Vielleicht war es mal lebensnotwendig, als wir so einen Apfel gesehen haben und dann brauchten wir ganz viel Motivation, um den zu essen, um nicht zu verhungern. Und heute macht uns das kaputt. Ein Verknalltsein-Gefühl ist das zum Beispiel auch. Das, was so die ersten 2 Jahre in der Beziehung herrscht. Das sind ganz hohe Gefühle, ganz, ganz hohe Gefühle. Und irgendwann mal ist Küssen und Küssen langweilig und dann brauche ich mehr, damit ich glücklich werde. Und dann kommt ein nächster Schritt. Und das gibt uns dann wieder etwas. Und das ist in vielen Lebensbereichen so. Das sind nur ein paar Beispiele. Aber wenn ihr mal schaut, das ist überall so. Ich habe ein Auto und das fährt so gut. Und dann irgendwann mal nach ein paar Jahren ist das so langweilig und dann bin ich froh, dass das Leasing abgelaufen ist, jetzt kriege ich das nächste Auto. Pornografie ist ein Beispiel, immer mehr, um glücklich zu werden. Diese Dinge, die nehmen uns gefangen. Unser eigenes Verlangen nach Glück, nach Befriedigung unserer Freude. Und wir Christen, wir kommen eigentlich zu dem Punkt, durch den Heiligen Geist und Gott sei Dank, dass er uns so führt, wo wir uns denken, ey, meine Fülle, die ist doch eigentlich in Gott, oder nicht? Aber ich bin mittendrin in dem Verlangen, glücklich zu werden. Und dadurch, dass mein Fleisch, was schwach ist, immer durch Hormone gesättigt wird. Und da ist die Frage, was können wir dagegen tun? Was können wir dagegen tun? Und da lesen wir einmal, Salomo hat eine Handlungsempfehlung gegeben in Sprüche, wenn es um sexuelles Verlangen geht. Und ich denke, das Prinzip daraus, das können wir mitnehmen und auch andere Dinge anwenden. Wir lesen Sprüche 5, Verse 1 bis 10. Sprüche 5, Verse 1 bis 10. Mein Sohn, hatten wir gerade auch, der redet so öfter. Achte auf meine Weisheit und neige dein Ohr zu meiner Belehrung zu, damit du Besonnenheit übst und deine Lippen Erkenntnis bewahren. Wiederholung, ein paar, ne? Das war Sprüche 3, Andreas, ne?
So, Wiederholung. Denn von Honig triefen die Lippen der Verführerin und glatter als Öl ist ihr Gaumen. Aber zuletzt ist sie bitter wie Wermut, scharf wie ein zweischneidiges Schwert. Ihre Füße steigen hinab zum Tod, ihre Schritte streben dem Totenreich zu. Den Pfad des Lebens erwägt sie nicht einmal. Sie geht eine unsichtbare Bahn, die sie selbst nicht kennt. Und nun hört auf, ihr Söhne, und weicht nicht von den Worten meines Mundes. Bleibt fern von dem Wege, der zu ihr führt, und nähret dich nicht der Tür ihres Hauses, damit du nicht anderen deine Ehre opferst und deine Jahre dem Grausamen, damit sich nicht Fremde von deinem Vermögen sättigen und du nicht abmühen musst für das Haus eines anderen. Hier geht es um eine attraktive Frau, wo die Sirenen direkt angehen. Und Salomo sagt, wenn du das merkst, du siehst ihren glatten Gaumen, sage ich mal, dann geh davon weg. Geh nicht mal auf den Weg dahin. Bleib zu Hause. Und Jesus spricht in Matthäus 5, Vers 29 und 30, ganz dramatische Verse. Wenn dein rechtes Auge dich ärgert, so reiße es aus und wirf es von dir, denn es ist dir Nütze, dass eines deiner Glieder umkomme und nicht dein ganzer Leib in die Hölle geworfen werde. Und wenn deine rechte Hand dich ärgert, so hau sie ab und wirf sie von dir, denn es ist dir Nütze, dass eines deiner Glieder umkomme und nicht dein ganzer Leib in die Hölle geworfen werde. Das wollen wir nicht praktisch so tun. Das ist einfach nur, Jesus zeigt uns, wie ernst die Angelegenheit ist und wie radikal man handeln muss. Geh nicht auf dem Weg, bleib ihrer Tür fern, wenn du schon auf diesem Weg bist, zur Versuchung. Sünde, radikal Nein sagen, es nicht dazu kommen lassen. Wenn Spielsucht dein Problem ist oder Computerspiele, wenn es Dinge gibt, denen du viel Zeit gibst, zu viel Zeit, ich werde gleich noch darauf eingehen, wie, ne, vielleicht denkt ihr euch die ganze Zeit, oh, ich habe doch damit kein Problem. Alles, was er bis jetzt gesagt hat, Spielsucht oder so. Alle diese Dinge, die eine höhere Stellung haben als Gott, brech sie ab. Sag Nein. Detox, Dopamin-Detox, das Wort gibt es, könnt ihr googeln. Ne? Eine Entgiftung von diesen ständigen Getriebenwerden von Glückshormonen. Geh nicht einmal in den Browser, könnte man sagen, wenn du ein Problem hast mit Inhalten im Internet. Wir lesen jetzt Matthäus 22, Vers 37 bis 39. Matthäus 22, 37. Er aber sprach zu ihm, du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben mit deinem ganzen Herzen und deiner ganzen Seele und mit deinem ganzen Verstand. Dies ist das höchste und erste Gebot. Das zweite aber ihm gleich, du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Wenn deine Zeit und dein Verlangen, deine Prioritäten woanders sind und du Gott beiseite schiebst, dann merke, 2. Mose 20, Vers 3, du sollst keine anderen Götter haben neben mir. Wenn wir das hören, dann rate mal, was in deinem Leben ein Götze ist. Ihr Lieben, ich sage das so dramatisch, weil es wirklich so dramatisch ist. Weil wir Menschen, wir Christen auch viel Erkenntnis brauchen, weil wir vielleicht in diese Situation kommen, wo wir denken, nein, ich habe damit kein Problem, Gott ist auf erster Stelle. Das dachte der 75-Jährige sich bestimmt auch. Wir brauchen viel Erkenntnis, um diese Probleme zu erkennen. Weil diese schönen Dinge, die machen uns doch froh. Und das ist gegen unsere Natur, dann zu sagen, nein, das ist falsch. Obwohl ich davon glücklich werde. Eine kleine Illustration dazu. Ein Farmer, ein Landwirt namens Braun, stand eines Tages mit Farmer Schmidt zusammen auf dem Markt. Schmidt sagte dann zu ihm, Braun sagte zum Farmer Schmidt, Farmer Schmidt, ich kann mir nicht vorstellen, wie Sie Zeit für die Jagd finden, bei all den Sehen, Mähen,
Ernten und Pflügen bin ich so sehr mit meiner Farm beschäftigt, dass ich keine Zeit für die Jagd habe. Und Schmidt sagte dann, Braun, wenn du die Jagd so gern hättest wie ich, dann würdest du sie auch ausüben, wenn du keine Zeit dafür hast. Und so ist das mit Christsein. Der Grund, warum wir Menschen keine Zeit für Gott finden, ist, dass wir Gott nicht gut genug anscheinend finden, um Zeit für ihn zu haben. Und da meine Frage, wie gut findest du Jesus? Wie gut findest du Gott? Wie sehr liebst du ihn? Wie viel Zeit ist er dir wert in deinem Leben? Wenn er bei dir auf der Nummer 1 steht, und ich hoffe, dass das bei uns so ist, aber ich weiß, dass auch viele Probleme damit haben, aber wenn bei dir, wenn du wirklich sagen kannst, ja, bei mir ist das so, dann bitte ich dich, sei ein Zeugnis für uns als Gemeinde. Zeig uns, lehre uns, komm vielleicht zu mir und gib mir die Lösung, wie man von solchen Sachen freikommt. Ich denke, das brauchen wir als Gemeinde, dass Leute vorangehen, die das im Griff haben. Paulus, er spricht zu der Gemeinde Folgendes. Da lesen wir Epheser 5, Vers 15 bis 18. Epheser 5, 15 bis 18. Seht nun zu, wie ihr sorgfältig wandelt, nicht als Unweise, sondern als Weise. Also wandeln, wie wir unser Leben leben, mit Weisheit. Und nicht als Dumme, so gesehen. Vers 16. Die gelegene Zeit auskaufen, denn die Tage sind böse. Es gibt da noch eine Parallele. Ich weiß gerade nicht, wo das steht. Das fällt mir jetzt ein. Kaufe Wahrheit, heißt es. Ich weiß nicht, ob welche. Ich glaube, das ist Sprüche. Kaufe Wahrheit und vergeude sie nicht. Auskaufen, Leute, das ist nicht, oh jo, ich bin jetzt Christ und jetzt lebe ich halt so. Nein, kaufen. Wir brauchen einen Einsatz, um die Zeit, um die Ressourcen Gott zu geben. Das ist eine Investition. Dafür müssen wir was tun. Das ist nicht automatisch. Wir müssen Wahrheit kaufen. Bedeutet, Bibel nehmen, aufschlagen und die Zeit dafür investieren. Vers 17. Darum seid nicht töricht, sondern verständig, was der Wille des Herrn sei. Und berauscht euch nicht mit Wein, in welchem Ausschweifung ist, sondern werdet mit dem Geist erfüllt. Vers 18 gehört hier noch zu. Passt auf, dass ihr nicht getrieben werdet von falschen Motivationen, Berauschung. Und ich denke, das, was in unserem Kopf oft passiert mit diesem Dopamin, das ist auch eine Art Berauschung. Eine falsche Motivation, könnte man sagen, die uns dazu leitet, Zeit nicht mit Bedacht auszukaufen, sondern sie zu vergeuden. Jeder, der hier heute rausgeht und vielleicht nur geringfügig ein Problem sieht oder auch ein großes Problem damit hat, ich habe einen Tipp, was ihr machen könnt. Nehmt euch mal eine Liste, ich schicke später auch so einen Vordruck in die Gemeindegruppe mal rein, nehmt euch mal eine Liste und schreibt euch auf, für was ihr so Zeit wollt, eine Soll-Liste sozusagen. Wofür will ich Zeit verbringen? Am Tag, in der Woche, im Monat? Und dann rechnet und dann schreibt einfach hin, so viele Stunden am Tag für Stillzeit, so viele Stunden Arbeit. Ne? Das könnt ihr, was auch die Fakten zur Zeit sind. Und dann rechnet am Ende mal die Summe aus und dann rechnet mal aus, wie viele Stunden ihr tatsächlich habt. Ich habe ein Beispiel gesehen, der hatte 100 Stunden Differenz, die gar nicht da waren im Monat. So, und die gehen ja irgendwo hin. Und am meisten ist die stille Zeit, die dann nicht da ist. Und dann muss ich gucken, wie ich das kürze. Dann muss ich gucken, wie ich bei dem 75-Jährigen, der hätte auch gerne wahrscheinlich mehr Zeit gehabt für Gott. Aber die Zeit ist verbraucht, die ist futsch. Er hätte Dinge kürzen sollen in seinem Leben. In all den Dingen, die er getan hat. Hätte er Gott mitnehmen sollen. Und dazu will ich jetzt einen kleinen falschen Weg euch korrigieren, falls ihr das jetzt so denkt, dass ich das so meine. Ich meine nicht, dass Gott mindestens ein Drittel unseres Lebens an Zeit gehört, wo ich wirklich nichts anderes tue, außer mit Gott zu sein. Stille Zeit. Ne? Dann dürften wir nicht schlafen. Da wird das vielleicht funktionieren. Und dazu habe ich einen ganz schönen Vergleich von Hans-Peter Reuer, der hat das so sinngemäß gesagt. Wir Menschen, wir haben in unserem Leben Prioritäten,
Das sind Arbeit, das sind Familie, das ist Frau, das ist Sport, das ist Körperpflege, das ist auch Gemeinde. Das nimmt alles Zeit ein. Auch in unserem Alltag. Ne? Ich stehe morgens auf, ich ziehe mir einen Kaffee, ich gehe zur Arbeit, ich komme nach Hause, Körperpflege. Ne? Das sind alles Dinge, die muss ich ja irgendwo machen. Ne? Wir sind doch dazu aufgerufen von der Bibel, wir sollen ein geordnetes Leben führen, was alles dazugehört. Und Gott möchte nicht Priorität Nummer eins sein. Er möchte nicht den größten Anteil auf dem Kreis haben an Prozenten, sondern er möchte in der Priorität Nummer eins, im Schlafen geht es schwierig, sage ich euch, außer ihr könnt gut träumen. Er möchte auf der Arbeit, in der Familie, in allen Dingen, in Körperpflege, Sport, er möchte in diesen Prioritäten Nummer eins sein. Auf der Arbeit, so viel Prozente, so viel Anteil unseres Lebens, auf der Arbeit möchte er Priorität Nummer eins sein. Somit wird er zu unserem Leben. Nicht, dass er einen Teil von unserem Leben hat, sondern dass er überall Teil ist. Und dass wir unsere Zeit in seine Hände geben, das ist der Vergleich. Alles warum, wann, wo und wozu in meinem Leben ist in Gottes Händen. Ich wünsche, dass wir das heute einfach sagen können. Meine Motivation, und das musste ich selber lernen, in der Gemeinde, das soll nicht Pflicht sein oder Ansehen oder Verantwortung. Daraus können wir auch ganz viel Motivation ziehen. Wenn wir denken, ja, ich bin doch verantwortlich für diese Sache, dann muss das ja irgendwie laufen. Das soll nicht unsere Motivation sein. Motivation soll sein Liebe für Gott, von Gott. Und wo das nicht der Fall ist, wo nicht Liebe die Motivation ist, dann lass es lieber sein, sage ich ganz ehrlich. Und höre darauf zu, was Gott von dir möchte. Gib ihm deine Zeit, deine Ressourcen und kürze, lerne Nein zu sagen, ja auch in der Gemeinde tatsächlich, wenn du merkst, dass Gott in deinem Leben zu kurz kommt, dass für ihn zu wenig Platz ist, dass er nicht dabei ist. Amen. Und jetzt möchte ich noch lesen, und wir singen gleich noch ein Lied, Epheser 5, Vers 19 und 21. Redet zueinander in Psalmen und Lobliedern und geistlichen Liedern, singend und spielend dem Herrn in eurem Herzen. Das folgt darauf, was wir gerade gelesen haben, mit die gelegene Zeit auskaufend. Das ist der Aufruf danach. Einander unterwürfig in der Frucht Christi. Und wir wollen jetzt das einzig passende Lied dazu singen, was ich gefunden habe. Und singt das wirklich nur mit, wenn ihr das auch so wollt, als Gebet. Meine Zeit steht in deinen Händen.